In diesem Video werde ich mal zeigen, wie man mit dem Matt setzen kann. Also ich sag mal weiter, König steht hier im Zentrum, ist auch aktuell dran, der bewegt sich noch da. Und der König steht immer auf der Seite. Das heißt, man kann es so machen, Turm H5. Ich würde erstmal hier diese Hälfte des Brettes abkapseln. Die einzige Chance, die Remis zu halten, wäre den Turm zu schlagen. Und der König geht näher ran. Der andere König geht näher ran zur Verteidigung. Der König geht ran. Achtung, Turm angegriffen, aber kann so verteidigt werden. Aber das ist nicht so gut. Weil der Weiße jetzt gerade dran ist. Der geht dann aus der Position, muss er raus. Deswegen kann man hier besser den Zug machen. Was eigentlich auch nicht der bessere Zug ist, weil der Turm hängen würde. Also muss man schon den hier machen. Der König geht nach da. Jetzt muss man irgendwie so einen Austrickszug machen. So ein Fastzug, weil jetzt erstmal so. Da schaukelt man sich sozusagen aus. So, aber der König will den Turm schlagen. Der Turm geht nach da. In Sicherheit. Wenn er nach da geht, wird abgedrängt. Also wenn man nach da an den Rand geht, dann kann der Turm direkt hier hin und dann ist er schon bald matt. Aber er kann es natürlich verlängern. Wenn man nach hier geht, dann kann man eigentlich so abdrängen. Weil nämlich da der König übernimmt und hier übernimmt der Turm, muss der König sich bewegen. Man geht hier in die Springerstellung rein. Und es geht und weiter und weiter und weiter und weiter. Achtung, Turm angegriffen. Rein weg damit. Er will jetzt nicht weiter an den Rand. Und wieder hier hin. Jetzt muss man wieder einen Wartezug machen, weil sonst würde es ja mit den Ausschaukeln wiederkommen. Weil das würde ja, wenn der Schwarze jetzt hier König da ist, dann kann Weiß aus der Position raus. Das bringt nichts. Also. Weiß und Schwarz den Turm setzen. Wenn er da, dann wird immer wieder, hat der König nur noch 6 Felder. Also geht der König nach da. Und der Turm geht wieder Schach. König geht nach da. Und jetzt geht wieder die Springerstellung. Der König, Achtung, Turm angegriffen. Weg. Der Turm noch da. Und jetzt erstmal wieder ein Wartezug machen. Weil der Weiße in die Opposition muss, der Schwarze, dann würde der Weiße mal rausziehen können. Also wieder ein Wartezug. Und wenn er da geht, dann er kann ja auch noch da gehen. Dann hat er hier wiederum noch 6 Felder. Wenn er nach da geht, hat er immerhin noch 8 Felder. Und wieder Schach gesetzt. Der König geht nach da, greift den Turm an. Also muss er den Turm jetzt wegziehen. Weiß am Zug. Wie sagt man, der will sich den Turm nähern und jetzt geht er in die Springerstellung rein. Der König kann ja, er will nicht matt gesetzt werden, also flüchtet er vom anderen König. Aber bald ist es vorbei. Und zwar, jetzt ist es vorbei. Und Schwarz hat gewonnen. Das wäre ein matt. Das sind aber ordentlich viele Züge, die es hier gebraucht hat. So hatte ich das einfach die Ausgangsstellung gemacht. Bauern hier einen Turm verwandelt. Weiter im Zug bewegt sich hier in die Mitte. Man kann es auch so machen. So die Reihen abknapsen. Der König geht näher ran und der Turm angegriffen. Muss weg. Weiß, sag ich mal, nähert sich hier. Der schwarze König geht näher, der geht näher, der geht näher. Und jetzt muss der schwarze noch, weil er weiß, in Opposition ginge. Wird er hier abgedrängt. Dann können wir das wieder abdrängen. Als er nach da geht, diese andere Variante, wäre ja so mit dem Turm nach da. Und dann muss der König sich schon mal nach da oder da bewegen. Und so kann man jetzt immer mehr abknapsen. Von ihm. Der König wird immer mehr zur Seite verdrängt. So, jetzt muss er wieder da zurück. Kann er nicht näher ran. Der König wird so auch immer mehr verdrängt. So, in der Variante hat er auch immer weniger Felder zur Verfügung.
wird immer mehr nach rechts, nach links gedrängt. Jetzt ist das wieder mit dem Getrickse am Ende. Nähert er sich hier den Turm. Der Turm geht nach da. Und jetzt, wenn er da ist, wird der matt gesetzt. Also geht der König wiederum in die andere Richtung. Der andere Schwarze verfolgt den. Und jetzt spätestens ist es vorbei. Wenn man es lernt, dann hat man den Algorithmus. Ich hoffe mal, dass das Video euch gefallen hat. Gebt dafür Daumen nach oben. Wenn es euch gefallen hat, teilt das Video, damit ich bekannter werde. Und abonnieren über dieses Video mache ich weitere Schachvideos. Bis dann und ciao.